Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unexplored. Lang, lang ist's her, aber ich habe das Spiel noch nicht aufgegeben. Was heißt noch nicht? Ich werde es nicht aufgeben, aber es wird mehr so als Zusatzprojekt kommen in nächster Zeit. Ja, aber es wird nach wie, damit will ich im Prinzip nur sagen, es wird nach wie vor Unexplored Videos geben. Aber vielleicht nicht so regelmäßig. Mal schauen. Vielleicht werden die dann ein bisschen länger. Ich weiß es noch nicht genau. Habt ihr dazu eine Meinung? Wollt ihr längere Videos sehen oder öfter kürzere? Dann schreibt mir doch einen Kommentar. So, und da ich jetzt nach so langer Zeit mal wieder Unexplored spiele, werde ich jetzt was ganz Dummes tun und den Schurken nehmen, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Ja. Dazu fällt mir auch nichts weiter noch was ein. Ja, wir sehen es dann. Ich kaufe jede Menge Rationen. Gold habe ich ja genug, wegen dem Achievement, was ich bisher noch nicht habe. Wäre auch immer noch eine Option, das nochmal zu zeigen. Aber erstmal halten wir uns hier ran. So, möchte ich noch irgendwas kaufen? Mittlerweile haben wir hier schon ein paar Sachen. Aber ich würde sagen, die sind alle gar nicht mal so billig. Ja, wir haben genug Gold. Ich könnte theoretisch auch 4 Healing Potions noch zusätzlich kaufen. Aber dann doch nicht mit dieser Klasse, oder? Ich kaufe mal wieder hier das ganze Bier. Lese mir das jetzt auch nicht durch. Ich hatte gehofft, wir würden was bekommen. Das waren jetzt 25 Gold für die Tonne. Super. Dafür hätte ich mir eine halbe Healing Potion kaufen können oder... Oder Antidote wäre auch noch eine Option gewesen. Ah, bin diesmal auf Risiko gegangen. Aber nicht so viel rumgeredet, sondern los ins Spiel. The Blackgrounds, ist das neu? Erste Ebene und der Name sagt mir schon nichts mehr. Das fängt ja gut an. Hier haben wir eine Schriftrolle, ein Buch. I've learned the secret. I know how to find out which pedestal is in this floor. I should place the key. A magic mark will appear on it when the room is sufficiently dark. Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Ja, check out. Ja. Das kennen wir zu Genüge. Ich weiß noch nicht. Ich bin ein bisschen am Überlegen, wie ich das in Zukunft mit den Texten mache. Ob ich da noch teilweise was vorlese oder einfach nur den Text zeige und gar nichts dazu sage, außer der Schlüsselinformation. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ihr wollt auch nicht, dass ich das immer vorlese, weil immer wieder dieselben Texte, ich weiß ja nicht. Wer will das schon? Ein Seil. Das ist doch schon mal ganz nett. Und ich habe mir ja auch vorgenommen, langsamer vorzugehen, langsamer zu spielen, öfter mal die Pause-Taste zu drücken. Ja, ich weiß, ich habe da schon mehrfach von geredet, aber irgendwie will ich dann immer, dass was passiert oder dass es Fortschritt gibt und dann stehe ich auf einmal da. Werden wir hier getarnt? Nein, werden wir nicht. Das ist ja blöd. Warum sind da... So. Ein Wolf ist Geschichte. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen hier so mit den Pfeilern spielen. Sieht doch gut aus. Jawohl. Wollte nämlich unbedingt an die Kiste hier. Eine Schriftrolle haben wir da. Nochmal Bob. Was? Borpackvieh. So, hier oben haben wir noch eine Schriftrolle und eine Kiste mit einem Schlüssel. Die kommt uns gerade sehr gelegen. Damit können wir dann die Tür öffnen. Ha, was haben wir hier? Strong are your arms. Das ist doch eigentlich nur wieder ein Hinweis auf so ein Altar. Normalerweise stehen doch diese Schriftrollen immer, das heißt Schriftrollen, diese Plakate nenne ich sie jetzt mal, an den Altaren. Dann kann man daran ablesen, was das für ein Altar ist. Oder sich zusammenreimen von mir aus. Was haben wir denn hier noch? Die Wand sieht irgendwie verdächtig aus, aber nein, leider nichts. Ach ja, und mit langsamer Spielen meine ich auch mehr übers Inventar grübeln. Lasst es mich mal so sagen. Nicht immer gleich durchlaufen, alles mitnehmen und dann nur die Hälfte benutzen. Lieber etwas
mehr nachdenken. Luck favors the bold, das wäre wieder was wo, für irgendeinen Gegenstand, die, der Gold kostet, den wir da opfern könnten, glaube ich, eine Schaufel kann man gebrauchen. Da ist noch ein Schlüssel. Schlüssel. Ein Schlüssel ist hier. Da ist die Treppe auf die nächste Ebene. Und ich gehe es ganz langsam hier mit dem Käfer an. Bisher lief das doch eigentlich alles ganz gut. Ich habe mich auch von keinem Käfer treffen lassen. Wir haben noch immer 6 Rationen, 2 Healing Potions. So muss das laufen. Hier haben wir eine Fackel. Da eine leere Flask. Da 3 Potions, die keine Ahnung, was weiß ich nicht machen. Und Moment, da oben ist noch eine Tür. Moment, die Schalter haben wir ja eigentlich schon alle umgelegt. Ja, alles umlegen. Da müsste die Tür jetzt auch gleich offen sein. Jawohl. Das ist halt immer so ein bisschen tricky. Man sieht das halt nicht, wenn man da noch nicht ist. Das aktualisiert sich erst auf der Minimap, wenn... Ach, hier sind diese Jadekatzen. Die brauchen wir, glaube ich, für die nächste Ebene. Weil sonst war hier ja nichts weiter. Dann gehen wir doch mal weiter runter. Und ich sollte dann vielleicht auch einfach mal den einen Dolch wegpacken. Und ich nehme die Flask in die Hand und dann werfe ich die dann den ersten Gegner an den Kopf. Und dann sehen wir ja, was passiert. The Background of Dawn. Die ist verschlossen. Theoretisch könnte ich die bestimmt auch mit einem Lockpick öffnen. Tatsache, ein Helm. Jo, der ist ganz nützlich. Macht er irgendwie Geräusche? Nein, steht nichts. Gut. Potion nehme ich auch noch mit. Was haben wir denn hier? Die Tür ist verriegelt. Da liegt ein Schlüssel. Verdammt, das war bestimmt der Schlüssel für die Truhe. Da muss ich da jetzt mal dran denken. Da liegt auch ein Schlüssel. Wenn wir mit der Ebene durch sind, dass ich dann die Schlüssel entsorge und nicht irgendwann damit durcheinander komme. Oder bist du für die Türen? Nein, du bist nicht für die Tür. Okay. Ach, hallo Käfer. Moment, ich wollte ja keinen Effekt. Okay. Halt, pausieren. Dann würde ich doch gerne noch die Potion austauschen. Kein Effekt. Ah, dann würde ich doch mal sagen, ich nehme mal wieder den Dolch und probiere die Potion aus. Unsichtbarkeit. Schon mal ganz nützlich. Und was machst du? Gas. Ja, Gott sei Dank war da jetzt kein Feuer. Das wäre ziemlich uncool gewesen. Den Schlüssel werfe ich dann halt mal weg und nehme den nur mit. Der wird sehr wahrscheinlich für die Tür da sein, aber ich schaue noch mal. Kann man hier irgendwo weiter? Sieht jetzt nicht danach aus. Da können wir auch nicht durch. Ich hoffe, hier gibt es kein Feuer. Nein, hier ist noch ein Schlüssel. Wir müssen es hier, wie war das noch, dunkel machen? Irgendwie so war das doch. Ich probiere jetzt einfach mal hier Schriftrollen aus. Darkness. Moment, du bist jetzt so ein... Was bist du denn? Könnt ihr das erkennen oder ist das egal, was ich da drauf packe? Bin da immer ein bisschen verwirrt. Nehm einfach mal die. Und... Nein, hat nicht funktioniert. Warum nicht? Das sind doch alles Katzen. Woran soll ich denn dann erkennen, was man da nehmen soll? Ich habe keine Ahnung. Und davon jede Menge. So, was haben wir denn hier noch? Da ist so eine Vampirfledermaus. Okay. Ach, und was ich noch ganz vergessen habe, euch zu sagen. Es gab ein Speicherproblem mit Unexplored. Das heißt, ich konnte beim Achievement nicht weitermachen, weil er das nicht gespeichert hat. Und in der letzten Episode, da konnte ich auch nicht weitermachen. Ach, No Amethyst, hier steht's. Verdammt. Das war quasi so ein kombiniertes Rätsel. Das habe ich ja auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ja.
Aber mittlerweile funktioniert es wieder. Ich habe einfach ein bisschen im Forum geguckt und da war die Rede unter anderem das Spiel neu installieren und das hat jetzt für mich zumindest geklappt. Ich weiß nicht, ob das bei allen funktioniert. Bisher schlage ich mich gar nicht mal so schlecht. Schlagen wir uns hier nicht so schlecht. Bisher noch keinen Schaden genommen. Das ist doch mal ganz nett. Da ist so eine goldene Vase. Nein, ist natürlich nichts drin. Hier haben wir wieder so ein... Ne, den Schalter wollte ich nicht betätigen. Dann gehen... Ne, den wollte ich auch nicht betätigen. Dann gehen wir doch... Oh, jede Menge Eier. Das ist nicht so cool. Zwei Treffer für so eine blöde Ameise. Das ist halt ein bisschen doof, wenn das so viele werden. Uns fehlt hier irgendwas, mit dem wir ein bisschen Flächenschaden machen können. Ich hoffe ja, wir bekommen irgendwann noch einen Zauberstab. Da ist... Ah, jetzt hat mich diese blöde Ameise getroffen. Ich habe die nicht erkannt, da rot auf rot. 6 Schaden sogar. Das ist ja leider, war ein bisschen zu schnell oder zu spät. War leider kein kritischer Treffer. Schade. Hier ist eine Schriftrolle. Okay. Not immer. Ja, schön. Das könnt ihr euch jetzt hier auch sparen. Die Schalter haben wir jetzt umgelegt. Okay, dann würde ich doch mal sagen, Moment, schon 9 Rationen. Kommen wir denn irgendwie, ah, Geheimtür, wusste ich doch. Sie ist, hier irgendwas gibt, da ist eine Fledermaus. Ich könnte da auch eine Fackel nehmen. Dann wird zumindest die Fledermaus stiften gehen, aber machen wir das doch erstmal so. Was haben wir denn hier noch? Eine Kiste und sonst nichts weiter, oder wie? Sieht nicht danach aus. Alles klar, dann kann ich auch wieder... Wo ist er denn? Da, den Dolch nehmen. Dann sparen wir uns die Fackel an der Stelle. Und dann schauen wir uns da oben die 3 Räume noch an. Mal schauen, ob schon alle offen... Oh nein, ich hoffe, du... Spuckst kein Feuer oder schießt mit Feuer oder wie immer, wie auch immer. Ja, natürlich. Natürlich, Feuer. Ich bin jetzt mal total gierig und laufe schon hier hin. Ein Amulett, okay. Diese Amulette kann man auch verzaubern, aber generell so ein Amulett an sich, so ein normales. This amulet depicts a wolf. It is an idol of Lord Grievous. Es gibt ja unterschiedliche Amulette. Das heißt das, die haben schon irgendeine Standardfähigkeit, sage ich jetzt mal, oder einen Wert. Oder es, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nur so für die Optik ist. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Irgendwas werden die schon können. Und wenn es nur minimal ist. Hier haben wir auch ein Amulett. Und das ist ein Fuchs. Ah. Da ist ein Schalter, den wir nicht brauchen. Aber hier brauche ich jetzt eine Fackel. Sonst sehe ich nichts. Das war das hier ja mit Darkness, verdammt. Wäre ich da schon langsamer vor, not Jade, langsamer, naja, langsamer vorwärts gegangen, sagen wir mal so. Und so wie das hier ausschaut, waren wir auf der Ebene jetzt auch überall. Ja, da ist halt noch sowas, aber da kommen wir halt nicht mehr hin. Leider. Dann gehen wir mal weiter. The Everground of Stones. Ebene 3 schon. Und hier haben wir noch keine Abzweigung. Ich hätte jetzt wirklich darauf spekuliert, dass sich das hier schon, dass hier schon die ersten Abzweigungen kommen. So, ihr werdet gleich lebendig, oder? Oder? Ich möchte auf jeden Fall den Schalter betätigen. Ja, genau, dann passiert nämlich das. Gott, ich habe mich trotzdem ein bisschen erschrocken. Das war schon... nein! Wie soll ich denn... Moment, wie soll ich denn jetzt gegen den kämpfen? Mal überlegen, was haben wir denn hier?
Unsichtbarkeit will ich jetzt aber für den einen Typen nicht verballern. Ja, im Prinzip müssen wir einmal... nein. Das klappt gerade nicht so gut. Ich müsste mich eigentlich mehr so tarnen. Warum? Jetzt tarnt er sich wieder nicht. Und da oben ist noch einer. Na, super. Nee, mit euch beiden. Oh Gott. Jetzt ziehe ich wieder einen ganzen Rattenschwanz hinter mir her. Ach Gott. Das heißt, für mich ist das da oben schon... rote Zone. Die rote Zone. Ja, ich nehme mal beide Dolche mit. Aber ich werde wohl das Kurzschwert mal in die Haupthand nehmen. Die Fackel nehme ich mit. Ich glaube, ich brauche gleich doch Unsichtbarkeit, um da irgendwie durchzukommen. Unbeschadet. Hier gibt es nichts weiter. Das ist ja irgendwie ganz schön doof. Ich nehme jetzt einfach mal hier Unsichtbarkeit. Und ich schaue mal, ob ich mich da jetzt durchmogeln kann. Ah, wo kommt ihr denn weg? Ja, super. Das war ja... wow. Nein, 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 nein. Ihr könnt auch wegbleiben. Hier geht schon weiter. Ist hier noch irgendwas? Ja, charge du nur. Macht mir nichts. Bam. Das hätte ja fast geplant sein können. Aber auch nur fast. Okay, gehe ich doch nochmal zurück. Da bist du mit deinem... verdammt, war nicht schnell genug. War leider nicht schnell genug. Aber das hat gepasst. Okay. 24 von 30. Oh nein. Ja, tarn dich, genau. Und jetzt lauf mal. Wow, das macht echt Schaden. Ich nehme mal die Sachen hier einfach mit. Zur Not kann ich die ja immer noch rauswerfen. Gas haben wir hier. Okay. Gibt es dann hier noch irgendwas? Da ist noch ein Raum auf der rechten Seite. Oh Gott, nein. Nein. Einfach nein. Geh dann jetzt nämlich einfach weiter. Mit denen lege ich mich jetzt nicht an. Lohnt sich in der Regel auch nicht, weil dann verlieren wir jetzt so viele Lebenspunkte. Und wirklich was Tolles bekommt man da eher nicht. The Upper Great Ground kommt als nächstes. Ja, da ist eine Schriftrolle. Ich sollte die bei Zeiten mal ausprobieren, wirklich. Bei Zeiten ist, glaube ich, jetzt. Descent, natürlich. Die erste Schriftrolle, die ich wieder ausprobiere, ist Descent. So viel zum Thema, ich mache das erst am Ende. Aber ich hatte jetzt darauf getippt, dass da irgendwie, ja, Karte aufgedeckt wird oder irgendwas in der Art. Aber nein. So, hat nicht gereicht, aber so. Ich würde dann vielleicht noch mal ganz gerne wieder hochgehen. Was haben wir denn hier? The Terrors is supposed to be very powerful. Good thing I saw a glowing pole axe plus 4 a while back. I'll defeat it in no time. A while back, das heißt eine Ebene drüber, müsste dann diese Pole axe sein, die wir eigentlich gar nicht brauchen und wahrscheinlich auch nicht benutzen können, weil wir halt ein Schurke sind. Das ist ja schon ein bisschen doof. Sollten wir mal lieber so ein... Was ist mit dir? Greifst du mich an? Aua, ja, du greifst mich an. Und ich habe eine verdammte Flask genommen. Ah, das war verschwendet. Oder verschenkt. Ich hätte vielleicht den Schild nehmen sollen. Seht ihr? Das war schon wieder total überhastet. Ich hätte erstmal die Lage sondieren sollen. Aber nein, habe ich nicht. So fast. Jawohl. Den Dolch nehme ich nicht mit. Ich habe ja zwei. Oh Gott, jede Menge Wölfe. Immer schön ein bisschen kiten. Dann sind die auch kein Problem. Was? Oh,
was bist du denn? Ein Helm. Okay, danke, aber mit dir will ich mich jetzt nicht anlegen. Nach Möglichkeit, du hast dich wieder versteckt. Alles klar. Ist da irgendwas im Wasser? Sieht jetzt nicht danach aus. Ich laufe einfach mal hier noch hoch. Moment, da ist... Boah, da hatte ich ein bisschen Schwein zugegeben. Da ist so eine Riesenratte. Die machen wir jetzt mal eben platt hier. Und gibt es hier denn noch irgendwas Interessantes? Da ist noch ein Raum. Ja. Ein Händler, was hast du denn? Supplies. Wir haben 0 Gold. Das ist natürlich nicht so schön. Was haben wir denn hier noch für Schriftrollen? Ich probiere die jetzt aus, verdammt. Protect Gear. Das Kurzschwert. Von mir aus. Was macht die? Remove Curse. Brauche ich nicht. Was machst du? Pain. Ja, nee. Wunderbar, aber das war noch relativ einfach. Light und Identify. Oh, das ist super. Sehen wir schon gleich, dass der Helm verflucht ist. Und ich sehe gerade auch, wir haben doch hier jede Menge leere Flask. Wo ist denn da? Da. Nehmen wir uns den Sprite mit, für alle Fälle. Ich nehme wieder den Dolch, genau. Und dann gehen wir doch mal wieder zurück. Da oben ist der Typ. Nein! Alles, aber kein Feuer. Oh Gott, nee, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt, tschüss. Das ist mir da zu viel Trubel. Machen mir da zu viel Party. Ich geh mal weiter. Infested Maze. Ja. Hier waren wir ja schon. Leider habe ich bisher noch kein Siegel gefunden. Ist immer wieder das Typische. Entweder wir finden Siegel und finden keine Schmiede oder ist es genau andersrum. So. War leider kein Überraschungsangriff, aber hat trotzdem gereicht. Was schläft da? Irgendwas schläft da. Da ist eine Treppe. Da sind jede Menge... Wölfe? Das ist jetzt eine gute Idee, was ich hier mache. Weiß es gerade nicht. Du schlägst ja nur Alarm. Okay, dann ist das mal halb so wild. Potions. Ich würde sagen, das hat sich hier schon gelohnt. Aber... ja, ne? Kommen wir hier nicht mehr raus. Das heißt, irgendwas davon muss jetzt was mit einem Teleport zu tun haben. Jawohl. Alles andere hätte mich auch schwer gewundert. Oh nein, ich will noch mal kurz... Da geht's normal weiter. Was machen wir denn mit dir? Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist zu dick gepanzert und so. Minotaur. Nein, oh Gott. Und ich laufe ihm noch in sein verdammtes Schwert da rein. Lauf! Oh, das ist ja echt toll. Ich nehme gleich mal... Nein! Ich wollte eigentlich das Gold mitnehmen. Nee, das kostet mich jetzt zu viel Lebensenergie. Gehen wir mal weiter. The Earthen Grounds. Ebene 6. So, Sulfur. Und eine Fackel. Mittlerweile haben wir so 20 Steine davon. Oh Gott, du bist hier, schießt hier hin und her. Ja, wofür, genau, wofür habe ich denn den Schild, wenn ich ihn nicht benutze? Aber auf der anderen Seite, Schurke mit Schild. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Ich mache bei dir absolut null Schaden. Also nicht null Schaden, aber gefühlt null Schaden. Und du haust ganz schön zu. Das passt mir mal überhaupt nicht. Hier ist noch eine Potion. Ja, mit den Käfern werde ich hier problemlos fertig. Die sind kein Problem. So, wo ist denn jetzt? Da sind die Rationen. Die packe ich schon mal da drauf. Da ist noch eine Schriftrolle. Okay.
Hier geht's weiter und es geht immer noch weiter gerade runter. Interessant. Was macht denn die Schriftrolle? Recharge. Ja. Hätte ich einen Zauberstab, wäre das nicht schlecht, aber so. Auf jeden Fall, da ist nur noch eine Healing Potion. 5 Rationen. Sieht doch noch ganz okay aus. Wir haben doch hier noch jede Menge Potions. Ich glaube, die werde ich erstmal werfen. Und ich gehe schon mal weiter. The Troll Crossroads. Was ist denn das jetzt hier? Warum ist denn dieser rote... Das ist aber eine sehr komische Stelle. Teleportiert mich hierhin. Oh nee. Oh nee. Was für ein... Nein. Nein. Das sind vielleicht... Miese Viecher, wollte ich sagen. Shadow Imp. Das war jetzt ein ganz doofer Teleport. Ah, Memo an mich, diese roten Teleporter nicht mehr benutzen. Gar nicht. Das war ja mal wieder ein Einstand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.